Durch die neuen Corona-Maßnahmen ist das Reisen in anderen Ländern jetzt untersagt worden. Was halten Sie davon? Ist das grundsätzlich eine gute Entscheidung von der Regierung oder wie sehen Sie das? Ja, das ist grundsätzlich schon eine gute Maßnahme, weil in Österreich sieht man doch, dass recht gut die Entwicklung ist und die Maßnahmen greifen. Und deswegen wäre es jetzt schlecht, wenn man da wieder das Mischen und vom Ausland da zusätzliche Infektionen sich reinholen. Ich denke schon, als positive Maßnahme, auch für die österreichische Wirtschaft. Man kann wieder Urlaub in Österreich machen oder man soll sogar wieder Urlaub in Österreich machen. Ich habe selber mehrere Auslandsreisen schon abgesagt für heuer. Ich glaube schon, dass man vorerst einmal aufpassen muss, denke ich. Ja. Also im Moment ist es besser, man muss ein bisschen vorsichtig, glaube ich. Ja. Durch die neuen Corona-Maßnahmen ist jetzt beschlossen worden, dass man Urlaub dieses Jahr nur in Österreich machen kann. Wo werden Sie dieses Jahr dann in Österreich Urlaub machen oder werden Sie überhaupt Urlaub machen? Also, ich komme aus Baden-Württemberg und daher werde ich wahrscheinlich nach Hause fahren und dort Urlaub machen, aber ja, weit werde ich nicht reisen. Auf jeden Fall, also in Österreich, wenn man jetzt Badeurlaub machen will, Kärnten bietet sich sehr an und man spricht gar nichts dagegen. Vielleicht nach Tirol oder ja, so irgendwas. Aber bis jetzt weiß ich noch nicht. Je nachdem. Ich bin in Tirol geboren, ich gehe gerne in die Berge. Aber auch Burgenland ist schön und Kärnten ist schön. Es sind viele Möglichkeiten. Und haben Sie dieses Jahr schon einen Urlaub geplant? Ja, wir wollten nächste Woche nach Sizilien fahren. 14 Tage, das mussten wir natürlich absagen. Ja. Oberösterreich, Salzburg, Kärnten vielleicht. Tirol kenne ich schon so gut. Aber in der Gegend, auf jeden Fall gibt es so viele wunderschöne Gegenden in Österreich, dass man eigentlich überall hinfahren könnte. Waren für Sie schon Reisen gebucht in andere Länder dieses Jahr? Ja, für Frankreich einmal und dann noch Deutschland und Kroatien. Und die sind jetzt alle storniert worden? Alle storniert worden, ja. Habe ich alles storniert. Und werden halt dafür in Österreich Urlaub vielleicht im Herbst anhängen oder im August.